So, der Lohn der Fürsorge hier bei uns, die Tomaten. Es ist natürlich Erntezeit, nicht nur für Tomaten, sondern in Mannheim-Herzogenried bei den Gartenfreunden, da werden derzeit die Peperoni geerntet. Anton Kellner holt die jetzt vom Stock und Reporterin Anne Wieland hat dabei zugeguckt. Am 28. Februar, also vor ziemlich genau 5 Monaten, da saß hier mein Kollege Marius Zimmermann und hat gemeinsam mit Anton Kellner die Peperoni-Samen ausgesät. Und das war ziemlich schweinekalt, denn es hatte -2,3 Grad. Ja, und heute wollen wir die Peperonis ernten bei 30 Grad in der Sonne. Toni, was brauchen wir denn für die Peperoni-Ernte heute? Ein kleines Eimerchen, um die reinzulegen, und 2 Hände. Und Spaß bei der Arbeit, oder? Und Spaß bei der Arbeit. Toni, jetzt sind hier so viele Peperonis. Woher weiß ich denn, welche rote Gemüsepflanze heute geerntet werden möchte? Am besten ist die ganz rote. Die kann man jetzt schon abmachen. Jesus Gott, das sind ja wahnsinnig viele. Einmal bitte. Was sagt denn der Meister zu seinem gepflückten Werk? Ich bin sehr zufrieden mit der Menge. Und ich nehme an, auch mit der Schärfe. Wer probiert sie zuerst? Du oder ich? So, jetzt kurz reinbeißen. Ich habe ein bisschen Angst. Ganz kurz? Okay. Ganz kurz. So, ja, das reicht schon. Oh, sind aber gut. Wow, das aber scharf. Da muss man das gleich. Bist du zufrieden? Sehr zufrieden. Im ersten Moment ein bisschen süßlich. Aber dann kommt die Schärfe hinterher. Würde ich jedem empfehlen, der niedere Blutdruck hat. Ja, haben denn deine Peperonis die Hitzeperiode überstanden? Ganz, ganz gut. Nicht bei der Hitze gießen. Morgens oder abends spät. Am besten ist morgens. Aber nicht mit Leitungswasser, sondern mit abgestandenem Wasser. Ich muss sagen, ich bin immer wieder davon überrascht, wie solche Früchte aus solchen kleinen Samen entstehen können.